Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen den neuen Service Google Moderator vorstellen. Streng genommen haben wir das Ganze schon mal gezeigt in einem anderen Video von vor einigen Monaten. Da ging es darum, das YouTube Partner Feedback zu den demnächst geplanten Partner Features haben wollte und hatte genau dieses Tool damals schon benutzt. Quasi zu eigenen Zwecken, quasi Stresstesting. Sie beginnen damit, indem Sie erstmal Ihren Standard-Webbrowser starten und den zu Ihrer Standard-Suchmaschine leiten, vorausgesetzt, das ist google.de. Sie brauchen einen Google-Account dafür. Sie müssen sich einloggen. Dann haben wir hier unter Einstellungen die Google-Konto-Einstellungen. Da klicken wir drauf. Und da haben wir jetzt hier neu zur Auswahl Google-Moderator. Da klicken wir ebenfalls drauf. Wie man direkt auf der Homepage sieht, ist Google-Moderator geeignet für jegliche Aktion, bei der Sie als Durchführender Feedback von Ihren Zuschauern oder Kunden oder eben von Ihren Web-Usern haben wollen. Also Umfragen im weitesten Sinne. Für Teamwork-Aktionen sicher ebenfalls eine gute Sache, lässt sich nämlich auch hervorragend mit Google Docs verbinden. Das Moderator-Modul lässt sich ebenfalls neuerdings direkt unter YouTube einbinden. Den Aspekt werden wir hier aber nicht behandeln. Unser Kollege vom Channel Videoamt hat den Bereich schon mit einem anderen Video abgedeckt. Insoweit werden wir in unserer Videobeschreibung auf dieses Video verlinken. Wenn Sie das da interessiert, können Sie sich das Video ja ganz kurz anschauen. Um eine eigene Umfrage zu starten, Google Moderator nennt das Serie erstellen, klicken wir hier auf den Serie erstellen Button. Wir brauchen einen Titel. So, ich mache mir jetzt hier nicht so viel Mühe, deswegen ist Titel und Beschreibung gleich. Relativ selbsterklärend. Wir machen mal einen Test mit dem ganzen Tool. Welches ist das Video, das Sie, also nicht der Channel, sondern das Video, das Sie auf YouTube, aus irgendwelchen Gründen, können Sie ja durchaus begründen, am besten finden. Ein Video kann direkt angehängt werden, für den Fall der Fälle, dass die ganze Aktion sich um ein Video dreht, zum Beispiel ein Feedback über ein Video. Dann habe ich die Möglichkeit, hier zu dieser Umfrage andere noch als Moderatoren einzuladen, einfach nur die E-Mail-Adresse reinschreiben, die bekommen eine Mitteilung und können dann selbst aktiv werden, also haben dann quasi Adminrechte. So, ansonsten, die Nutzer übermitteln in diesem Fall jetzt hier Vorschläge zu diesem Thema. Fragen dürfen anonym eingereicht werden, na, das lassen wir jetzt mal weg, sie brauchen ja eh alle einen Account und man kann ja durchaus sehen, wer den Vorschlag gemacht hat. Und das Einreichen von Fragen mit YouTube-Videos im Anhang soll zugelassen werden. Gut, dadurch, dass ich ja jetzt diese Frage gestellt habe, dass Sie Vorschläge machen sollen, welches das weltbeste Video auf YouTube ist, da macht es natürlich jetzt in diesem Fall auf jeden Fall Sinn, dass Sie das Video auch anhängen können. Dann können andere sich das nämlich hier direkt anschauen. Also einfach auf Serie erstellen klicken. Nach der Einrichtung können wir dann direkt auch den ersten Vorschlag einreichen. Dazu auch hier eben direkt jetzt die Möglichkeit, die URL einzufügen von dem entsprechenden Video. Beispielhaft werde ich jetzt mal ein Video anhängen. Klicken wir drauf. Ist hier unten das Video des Kanals How It Should Have Ended. Ein Kanal, den wir persönlich oder den ich persönlich absolut spitze finde. Der macht sich wirklich Mühe mit seinen Videos. Die werden komplett gezeichnet. Es gibt natürlich einen gewissen Trick, wie er das Ganze relativ schnell machen kann, aber trotzdem, da sind einige Stunden, wenn nicht Tage Arbeit dahinter und er spricht die auch alle komplett selbst und das Thema ist absolut spitze und deswegen beispielhaft einfach diesen einen Film jetzt mal eingefügt und dann hier natürlich die entsprechende Erläuterung, warum dieses Video so gut ist. Habe ich jetzt hier schon mal eingetragen und als letztes also auf den Einreichen-Button klicken. So, dauert einen Moment. So, dann steht das hier als Vorschlag. Ich kann natürlich jetzt hier noch weitere Vorschläge einreichen. Allerdings hier eine Stimme, ein Vorschlag. Das bedeutet, den Vorschlag, den ich gemacht habe, der hat jetzt auch von mir direkt einen Haken oder einen Daumen nach oben bekommen. Die URL zu der Abstimmung, die finden Sie unter der Videobeschreibung. Und wenn Sie dann diese in Ihrem eigenen Webbrowser öffnen, dann landen Sie ungefähr hier. Ebenfalls Google Moderator. Sie müssen angemeldet sein oder Sie müssen sich halt kurz danach anmelden, um selbst einen Vorschlag abgeben zu können. Steht das Ganze dann mehr oder weniger hier so. Dann können wir hier unten Vorschlag einreichen oder eben Vorschläge anzeigen. Das gleiche kriegen wir auch hier rüber. So, wir klicken jetzt erstmal hier über Vorschläge anzeigen. So, dann muss ich mich jetzt hier aus irgendeinem Grund nochmal anmelden. Ich dachte, ich wäre schon angemeldet. Okay, jetzt bin ich angemeldet offenbar.
Also hier jetzt der entsprechende Vorschlag. Das ist nur der erste Vorschlag. Das muss nicht der beste Vorschlag sein. Da wird dann einfach jetzt hier mit Ja oder mit Nein beschieden. Also X klicken oder auf den Haken. Und wenn wir jetzt, je nachdem wie die Abfrage lautet, in diesem Fall wäre es halt so, gefällt Ihnen das Video oder gefällt Ihnen das Video nicht? Und das Video, das am Ende die meisten Positivstimmen auf sich vereinigen konnte, wäre dann der Umfrage entsprechend das weltbeste Video schlechthin. So, oder eben, je nachdem wie die Fragen sind, sind Sie dafür oder dagegen? Da gibt es theoretisch natürlich noch die Möglichkeit, sich der Umfrage zu enthalten. Das wäre dann eben die Möglichkeit mit dem Überspringen. So, nachdem Sie das hier alles gemacht haben, Sie können natürlich auch jetzt hier, wenn wir jetzt hier drauf drücken, mache ich jetzt gleich, dann kommt danach die nächste Frage. Ich kann aber auch hier drauf drücken auf den Haken oder auf das X für negativ. Dann würde ich einfach nur die anderen durchchecken müssen. Also danach werden die anderen hier unten auch angezeigt. Deswegen, obwohl das so eigentlich nicht von den Bedingungen her geplant ist, dass jemand zwei Vorschläge macht, werde ich natürlich jetzt hier als Semperresponso-Channel noch einen zweiten Vorschlag abgeben. Ebenfalls, was wir hier ziemlich gut finden. URL eintragen. So. Schalte ich hier nochmal gerade auf den anderen Tab. Das sind sogenannte Literal Videos. Und zwar, das ist Total Eclipse of the Heart, ein alter Song, ich glaube Mitte der 80er, von Bonnie Tyler. Und das Video ist auch noch original, aber der Song ist, also die Audiospur ist komplett ersetzt worden von der Sängerin, in diesem Fall Persephone Maiwin. So, aber der Text ist halt jetzt nicht einfach nur das Original nachgesungen, sondern der Text ist halt das, was man im Video gerade sieht. Deswegen quasi übersetzt mit wörtliches Video. So, und gut, eben hier der Scotty Junior, der geht noch ein bisschen weiter und macht die Sache auch relativ witzig. Also deswegen, der hat sich nicht nur Mühe gegeben mit dem Song, sondern auch mit dem Songtext und er hat noch jede Menge Witz eingebaut. Also das ist wirklich spitze. Ist auch absolut kein Geheimtipp. Ist also schon fast 8 Millionen Mal geschaut worden, obwohl das nicht viel ist, solange wie das Video schon online ist. Aber trotzdem, meiner Meinung nach, eines der besten Videos, die es überhaupt gibt. Wobei das Video streng genommen wiederum in der ganzen Reihe von anderen Videos steht. Zum Beispiel hier haben wir noch hier ebenfalls die Literal Version von Take On Me. Also auch sehr gut. Einige davon haben wir auch schon mal vor Ewigkeiten über Twitter. Das ist hier auch zum Air Supply. Auch absolute Spitze, aber wir mussten uns jetzt halt für ein Video entscheiden. Und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen das beste Video, nicht den besten Channel haben. Denn bei dem ersten How It Should Have Ended, das wäre relativ einfach gewesen, weil der macht jede Menge von diesen, oder der hat schon 32 Videos mit diesen Kino-Endings gemacht. Und die sind auch alle klasse. Aber eben hier haben wir das Problem, das ist halt nicht von einem, das ist so eine Art Welle, die im Internet vor einer Zeit mal losgetreten wurde, wo auch jeder mitmachen kann, einfach einen Song nehmen, neu besingen. Nur meistens ist die Stimme halt wirklich schlecht. Ja, in diesen Fällen hier, in wenigen Fällen ist das absolut spitze und deswegen, das ist jetzt hier der zweite Vorschlag. So, die Beschreibung setze ich jetzt auch noch dazu. So, Text hinzugefügt. Ich kann hier noch mein Alias und meinen Standort eintragen. Das überspringe ich jetzt allerdings mal. Das Einreichen, wenn das jetzt hier überhaupt funktioniert. Nein, funktioniert zur Überraschung nicht. Ich muss ein Alias einreichen, denn ich hatte ja vorher gesagt, dass ein anonymes Einreichen nicht möglich ist. So, und dadurch, dass ich ja quasi eingeloggt bin unter meinem Account, hätte ich jetzt gedacht, das würde einfach hier eingetragen. Gut, dann eben nicht. Also Semper Responso kann ich auch noch dahinter schreiben. Nochmal einreichen. Und nun sehe ich jetzt hier in der Übersicht beide Videos. So, und kann jetzt einfach abstimmen. Also, das Video ist klasse, nachdem die Stimme gezählt wurde. Eigentlich weiter stimmen. Naja, oder halt, das Video ist auch klasse, ebenfalls darüber abstimmen. Also jetzt sind Sie dran. Was haben Sie für Videovorschläge und wie bewerten Sie die Vorschläge der anderen Teilnehmer? Bitte keine Eigenwerbung reinpacken, das sehen die Zuschauer direkt und ich bezweifle mal, dass Sie sich und Ihrem Channel damit eine Freude machen. Optimalerweise können Sie in einem oder zwei Sätzen beschreiben, warum das Video so klasse ist, denn wenn hier ein paar hundert Vorschläge zusammenkommen würden, dann hat natürlich nicht jeder die Zeit, sich das entsprechende 3-Minuten-Video oder so anzuschauen. Ohne Beschreibung wirkt der Vorschlag dann recht schnell als Eigenwerbung. Und wir wollen doch die echten Perlen finden. Also keine Eigenwerbung und alle Videos von Semper Video und den anderen Semper-Channeln sind selbstverständlich ebenfalls nicht erlaubt. Glauben Sie mir, die sind alle nicht so gut
um in dieser Klasse hier von den vorgestellten Filmen mitspielen zu können. Ich muss es wissen, ich habe sie gemacht. Okay,